Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und der Société Francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Markus at Home in Halle an der Saale Herrn Professor Matthias Gierndt, um über den uremischen Immundefekt und die daraus resultierenden Impfempfehlungen für chronisch nierenkranke Menschen zu sprechen. Lieber Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du einmal wieder ungefähr zum 10. Mal, ich habe es nicht ganz durchzählen können, heute Nachmittag bei uns zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern. Herr Professor Matthias Gierndt ist Klinikdirektor der Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Endokrinologie, Diabetologie am Universitätsklinikum in Halle und Vorsitzender der Kommission für Hygiene und Infektprävention der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Unsere Co-Moderatorin heute ist Frau Professor Barbara Gärtner, Leiterin der Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum des Saarlandes. Auch meinerseits herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen bei Markus at Home. Und wir möchten unser heutiges Webinar dem Gedenken an Herrn Professor Hans Köhler widmen, der uns im Juli dieses Jahres plötzlich und in unseren Augen viel, viel zu früh verlassen hat. Hans Köhler war als Professor für Innere Medizin und Nephrologie in Mainz und Homburg wissenschaftlicher Pionier in der Erforschung des Immundefektes bei chronisch nierenkranken Menschen und dessen klinischen Implikationen, insbesondere für das Ansprechen auf Vakzinationen. Professor Hans Köhler war akademischer Vater von Matthias Gierndt, der bei Hans Köhler in Mainz promoviert und in Homburg habilitiert hat. Ohne Professor Köhler wären direkt oder indirekt weder Professor Gierndt noch Insa Emmrich oder ich in der klinischen und akademischen Nephrologie gelandet und es gäbe kein Markus at Home. Professor Köhler war ein international renommierter Wissenschaftler, ein höchst engagierter Kliniker, nicht nur als Dialysearzt und Nephrologe, sondern vor allen Dingen auch als Internist. Ein stets motivierender akademischer Lehrer und Mentor, vor allen Dingen aber ein großartiger Mensch. Lieber Matthias, wir freuen uns daher ganz besonders heute, dass du im akademischen Erbe von Hans Köhler uns in dieses Thema einführst und wir mit dir diskutieren dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung und ich möchte das nochmal betonen, wie wichtig Hans Köhler war für all diese Projekte, deren Ergebnisse jetzt auch in die Daten eingeflossen sind, die ich gleich besprechen möchte. Und Hans Köhler war ja über lange, lange Jahre der Vorsitzende der Infektionsschutzkommission der DGFN, bis er mir dieses Amt dann vertrauensvoll in die Hände gelegt hat. Und ich mache das bis heute. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Impfen trotz Immundefekt möchte ich eigentlich das Thema überschreiben. Denn wir haben ja ein großes Hindernis gegen den Infektionsschutz bei unseren Patienten. Und um Hans Köhler nochmal die Ehre zu erweisen, möchte ich den Vortrag einleiten mit seiner bahnbrechenden Publikation aus dem Jahr 1984, Active Hepatitis B Vaccination in Dialysis Patients and Medical Staff. Das ist eine der überhaupt ersten Impfstudien zum Thema Hepatitis B weltweit. Es ist erst Ende der 70er Jahre der Impfstoff verfügbar geworden, sodass er bei Menschen eingesetzt werden konnte. Und Dialysepatienten und das Dialysepersonal waren die ersten Gruppen, an denen man die aktive Hepatitis B-Impfung ausprobiert hat. Warum waren das diese Gruppen und nicht andere Patientengruppen? Nun, die Hepatitis B und die C auch waren ein massives Problem geworden bei der Einführung der chronischen Hämodialyse, denn man behandelte ja jetzt hier Patienten in Dialysezentren mit Behandlungsverfahren, bei denen großlumige Katheter, großlumige Nadeln für die Behandlung nötig waren und in großem Umfang eben Blut extrakorporal gereinigt werden musste. Und da kam es eigentlich als ein überraschendes Problem, dass plötzlich sich die Virushepatitiden in den Dialysezentren verbreiteten. Zeitweise sah es so aus, als ob dieses Problem, die Dialyse in Zentren überhaupt unmöglich oder ethisch nicht vertretbar machen würde. Und da war es natürlich sehr naheliegend,
die neu aufkommende Impfung gegen diese Erkrankung gleich zu nutzen bei diesen Patienten und zu versuchen, damit einen Infektionsschutz zu erreichen. Zusätzlich waren natürlich damals dann auch die Hygienemaßnahmen völlig neu, die man einführte. Aber die Impfung spielte eine ganz große Rolle. Und diese erste Studie, die zu diesen Patienten gemacht wurde, schloss etwa 100 Patienten ein und 29 Personen aus dem Dialysepersonal. Damals hatte man noch nicht die rekombinanten Impfstoffe, die wir heute haben, sondern das waren S-Antigen-Präparationen aus menschlichem Blut. Man kann von Glück sagen, dass man damals nicht mit der Impfung den Hepatitis-Schutz mit der Infektion mit anderen Viren bezahlt hat, aber es ging halt gut. Und schon damals wusste man, dass man für Patienten die doppelte Impfstoffdosis einsetzen musste. Und dennoch war das Ergebnis im Vergleich mit den gesunden Kontrollpersonen herzlich schlecht. Nur etwa 60% der Patienten erreichten überhaupt einen Impfschutz, trotz der doppelten Impfstoffkonzentration. Nun, das Problem hatte ich angerissen. Es gibt Publikationen aus dieser Zeit, wo man wirklich von endemischen Ausbrüchen der Virushepatitis in der Dialyse sprechen muss. Und wenn man heute über Hepatitis bei Dialyse spricht, dann muss man vielleicht so ein bisschen diese Historie kennen, dass das mal ein existenzbedrohendes Problem für die Dialysetherapie gewesen ist. Diese Arbeit aus der DMW beschreibt einen Ausbruch im Göttinger Dialysezentrum. Und damals, tragischerweise, ist ein Medizinstudent an einer fulminanten Hepatitis verstorben. Und die Prävalenz der Hepatitis B in deutschen Dialysezentren war so hoch, dass jeder achte Dialysepatient Hepatitis B positiv war. Das war damals die Situation. Heute ist die Situation natürlich völlig anders. Wir haben heute rekombinante Impfstoffe zur Verfügung, bei denen ein Infektionsrisiko nicht mehr besteht. Und wir haben seit einigen Jahren auch zusätzlich adjuvantierte Impfstoffe, die eine bessere Effektivität versprechen, sodass das Problem der schwierigen Impfbarkeit unserer Patienten ein klein bisschen abgemildert ist. Aber Sie wissen es alle, so ganz einfach ist das mit der Impferei bei Dialysepatienten immer noch nicht. Hier sind die vier Impfstoffe aufgeführt, die bei uns zur Verfügung stehen. Die Standardimpfstoffe hier oben mit den jeweils unterschiedlichen Impfstoffkonzentrationen und den Dosierungsvorgaben nach der Packungsbeilage, wie sie bei Dialysepatienten eingesetzt werden sollen. Und seit einigen Jahren gibt es speziell adjuvantierte Impfstoffe. Sie sehen das hier mit dem Adjuvans AS04 oder CpG 1018. Diese Impfstoffe haben zusätzliche Beimengungen, die dazu führen sollen, dass die Impfwirksamkeit deutlich besser ist. Ganz interessant dabei zu beachten, das Präparat Fentrix ist ausschließlich bei Patienten mit Niereninsuffizienz zugelassen, während das Präparat Heplisav auch bei anderen nicht nierenkranken Patienten eingesetzt werden kann. Immer wieder gibt es Fragen, wie soll man denn das nun machen mit der Hepatitis-Impfung? Welche Impfschemata sind denn sinnvoll und was sollte geschehen? Zunächst mal würde ich bei einem Nierenkranken immer erstmal serologisch testen, ob er schon Kontakt mit dem Hepatitis B-Virus hatte. Wenn er das hatte, zum Beispiel Anti-HBC positiv ist, dann brauche ich ihn eigentlich nicht zu impfen. Wenn er aber keinen Kontakt hatte oder keine Immunreaktion gezeigt hatte, dann steht zunächst eine Grundimmunisierung an. Grundimmunisierung nach der Tabelle, die wir eben gesehen haben, gemäß Präparatezulassung unterschiedlich. Das sind entweder drei oder vier Impfstoffinjektionen
und je nach Impfstoffpräparat eben eine erhöhte Impfstoffdosis oder bei den Adjuvantierten die dafür vorgegebene Standarddosierung. Alle werden intramuskulär gegeben und stets sollte bei chronisch Nierenkranken eine serologische Kontrolle erfolgen. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu der Standardempfehlung von der STIKO für die Allgemeinbevölkerung. Da ist ja eine Serokontrolle nicht zwingend, aber bei chronisch Nierenkranken würden wir das immer empfehlen. Warum? Weil sich daraus ergibt, wie man weiter vorgeht. Wenn der Patient gut anspricht und 100 Einheiten pro Liter oder mehr erreicht, dann geht man von einem soliden Schutz aus. Dann wird jährlich auf Anti-HBS kontrolliert. Und solange der Titer so hoch bleibt, ist alles gut. Wenn er unter die 100 fällt, dann sollte man eine einzelne Boosterdosis geben und dann erreicht man eigentlich dieses Schutzlevel wieder. Ist der Titer niedriger, also zwischen 10 und 100, dann bietet es sich an, sofort eine einzelne Boosterdosis zu machen. Gegebenenfalls, das ist eine Individualentscheidung, auch mit einem adjuvantierten Impfstoff. Problematisch sind eigentlich nur die Non-Responder. Und bei den Non-Respondern darf man nicht davon ausgehen, dass die ein Schutzlevel erreichen. Die erreichen auch über ihre zelluläre Immunität kein Schutzlevel. Diese Daten gibt es, dass eben der zelluläre Immunschutz mit dem serologisch nachweisbaren Immunschutz parallel geht. Und wenn man das eine nicht erreicht, ist in der Regel auch das andere nicht erreicht. Was machen wir also mit den klassischen Non-Respondern? Wir können nochmal den kompletten Impfzyklus wiederholen. Oder wir geben einmal einen adjuvantierten Impfstoff oder wir geben dieses komplizierte und etwas mühsame Schema der intradermalen Injektion. Das muss man dann achtmal strikt intradermal machen. Und auch dafür ist gezeigt, dass bei Non-Respondern eine Impfreaktion in vielen Fällen, auch nicht in allen, erreicht werden kann. Also hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Auch die sollten wieder serologisch kontrolliert werden. Und wenn der Patient weiter ein kompletter Non-Responder bleibt, dann sollte man ihn in Ruhe lassen. Dann ist das Thema der Hepatitis-Impfung für diesen Patienten durch. Dann allerdings greifen etwas intensivierte Hygienemaßnahmen, um diesen Patienten zu schützen. Der darf dann nicht mit Patienten zusammen dialysiert werden, die eine Infektion transportieren können. So, mit diesem Schema kommt man eigentlich durch alle Fairnisse der Hepatitis B-Impfung durch. Und es stellt sich nun eigentlich nur noch die Frage, wann nehme ich denn diese neueren, auch etwas teureren, adjuvantierten Impfstoffe? Dazu ist zu sagen, dass zum Beispiel dieser CpG-adjuvantierte Impfstoff eine wirklich höhere Seroprotektionsrate bei Nachimpfung von seronegativen Dialysepatienten erreicht. Das haben wir mal in einer klinischen Studie untersucht und da sehen Sie hier, dass man, wenn man den Standardimpfstoff noch einmal verwendet, auf etwa 30% zusätzlicher Response kommt, während man mit dem adjuvantierten Impfstoff auf über 50% kommt. Auch der andere adjuvantierte Impfstoff, das Fendrix, kommt in diesen Bereich. Also das funktioniert ganz gut. Was vor allem schön ist, dass diese Impfstoffe höhere Antikörper-Titer erreichen und damit auch eine längere Wirksamkeit. Das sieht man zum Beispiel hier. Die Persistenz der Protektion gegen Hepatitis B ist besser, wenn man einen adjuvantierten Impfstoff verwendet, als bei dem Standardimpfstoff. Insofern ist also zumindest für Non-Responder aus meiner Sicht belegt, dass die adjuvantierten Impfstoffe hier einen Vorteil haben können. Ja, woran liegt es denn nun eigentlich, dass unsere Patienten so schlecht geimpft werden können? Der Grund ist ein
Immundefekt, den wir mit vielen einzelnen Details inzwischen eigentlich ziemlich gut charakterisieren können. Da ist zum Beispiel die geänderte Differenzierung von antigenspezifischen T-Lymphozyten. Und die Ursache für diese geänderte Differenzierung ist wahrscheinlich vor allem das besondere Zytokinmilieu bei chronischer Niereninsuffizienz. Wir wissen, dass eine ganze Reihe von Zytokinen durch die Niereninsuffizienz nicht mehr adäquat ausgeschieden werden, was dazu führt, dass bei jeder Immunreaktion der danach folgende, die danach folgende Zytokinausschüttung in ihrer Dosis oder ihrer Area under the concentration curve deutlich verstärkt ist. Und diese Retention bestimmter inflammatorischer Mediatoren beeinflusst das Differenzierungsprofil von T-Lymphozyten. Man könnte hier jetzt noch intensiv in die Diskussion der einzelnen Differenzierungsschritte der T-Lymphozyten einsteigen. Das will ich uns heute Abend ersparen. Das ist auch in schönen Übersichtsarbeiten schon gemacht worden. Das kann man sich gegebenenfalls mal nachlesen. Hier unten ist zum Beispiel ein Zitat dazu angegeben. Praktische Bedeutung hat das Ganze, wenn man es exemplarisch an bestimmten Differenzierungen festmacht. Zum Beispiel haben wir vor vielen Jahren mal untersucht, was denn unter dem Einfluss des Zytokinmilieus bei chronischer Niereninsuffizienz mit der TH1-TH2-Differenzierung von T-Lymphozyten geschieht. Es handelt sich hierbei um bestimmte funktionelle Differenzierungsformen der CD4-positiven T-Lymphozyten. Was dabei herauskam, war, dass das Zytokinmilieu insbesondere die Differenzierung der TH2-Lymphozyten stark befördert. Wir also unter dem Strich eine TH2-Prädominanz haben, was letztlich aber für eine Differenzierung der Zellen, die wir für eine antivirale Abwehr brauchen, ein eher ungünstiges Profil ist. Das ist also ein Baustein der Erklärung, warum die Immunität insbesondere gegen virale Antigene bei chronischer Niereninsuffizienz nicht so gut funktioniert. Das ist aber bei weitem nicht alles. Wir wissen aus alten Daten, dass die Stimulation von T-Lymphozyten in antigenspezifischer Weise deutlich eingeschränkt ist. Zwar funktionieren die antigenpräsentierenden Zellen grundsätzlich schon, indem sie Fremdantigene aufnehmen, auf ihrem MHC-Molekül präsentieren und damit den T-Zell-Rezeptor spezifisch stimulieren. Aber die kostimulatorische Kaskade, wie sie zum Beispiel über das Molekül CD8086 auf die T-Zelle transportiert wird, die funktioniert nur eingeschränkt. Und das weist jetzt schon darauf hin, dass die verminderte T-Zell-Aktivierung unter anderem auch eine Ursache in einem Defekt der antigenpräsentierenden Zellen hat. Diese antigenpräsentierenden Zellen, als Beispiel Monozyten, Makrophagen, aber natürlich auch dendritische Zellen, ist ja ein sehr komplexer Vorgang. Dieses Bild will ich nicht im Detail erklären. Es soll Ihnen nur mit den verschiedenen Farben zeigen, dass Monozyten und Makrophagen eine Vielzahl von Aufgaben im Körper haben. Und dazu gehören hier oben in grün die Antigenpräsentation und die Aktivierung von spezifischen T-Lymphozyten und ihre Antwort. Dazu gehören aber auch solche Dinge wie die Auslösung von Inflammation und die Reparatur von Gewebsschäden, letztlich aber auch die Überwachung des Endothels von Blutgefäßen. Und damit wird deutlich, warum so ein enger Zusammenhang zwischen Immunabwehr, Wundheilung und letztlich aber auch den Gefäßveränderungen bei chronischer Niereninsuffizienz besteht, die letztlich
dann in Atherosklerose und kardiovaskuläre Komplikationen münden. Nun, was passiert mit diesen antigenpräsentierenden Zellen, den Monozyten und den Makrophagen? Das Bild ist komplex und deswegen haben wir mal versucht, das in so einer Tabelle zusammenzufassen. Da sind nämlich viele, viele Einzeldetails in der Literatur beschrieben, die letztlich darauf rauslaufen, dass Oberflächenantigenexpression auf Monozyten und Zytokinproduktion durch diese Zellen deutlich verändert sind. Und die vielen einzelnen Veränderungen, die hier in der Literatur beschrieben sind, haben jeweils wieder Auswirkungen sowohl auf Inflammation, Zytokinproduktion und damit T-Zell-Differenzierung, als auch auf die Antigenpräsentation und damit die antivirale Antwort. Dazu kommt, dass die Monozyten ja keine einheitliche Population darstellen, sondern in mindestens drei funktionell sehr unterschiedliche Kohorten zerfallen. Das hat Gunnar Heine mit seinen Mitarbeitern ja mal wunderschön aufgearbeitet, dass die Einzelnen auch an der Expression ihrer Oberflächenmarker zu unterscheidenden Populationen der Monozyten ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Es ist also nicht egal, ob man viele Monozyten der Population 1, 2 oder 3 im Blut hat, sondern das macht große Unterschiede. Und bei chronischer Niereninsuffizienz sind diese Populationen in unterschiedlicher Häufigkeit und mit großen Unterschieden gegenüber Gesunden aufzufinden. Hier dargestellt sind diese drei Populationen jeweils bei Dialysepatienten und bei Gesunden. Und man sieht, dass insbesondere diese MO2-Population, die funktionell sehr unterschiedlich agiert von den anderen, bei Dialysepatienten sehr viel häufiger vorkommt als bei gesunden Kontrollen. Das hat praktische Konsequenzen, wahrscheinlich auch für die Infektabwehr. Gunnar Heine konnte zeigen, dass es insbesondere für die kardiovaskulären Komplikationen bei chronischer Niereninsuffizienz eine Rolle spielt. Also ein komplexes Bild. Unsere Arbeitsgruppe konnte dann im Verlauf noch hinzufügen, dass bestimmte Oberflächenmarker wie Moleküle des angiotensinaktivierenden Systems auf diesen Zellen unterschiedlich exprimiert sind und dass das dann für die Monozytenadhärenz an dem Endothel des Blutgefäßsystems eine große Rolle spielt. Noch komplexer wird das Ganze, wenn man die Dialysetherapie mit in die Betrachtung einbezieht. Dann stellt man nämlich fest, dass die Monozytenpopulationen in ihrer Konzentration massivst beeinflusst werden durch die Hämodialysebehandlung. Hier dargestellt der Anteil der Monozytenpopulationen an den zirkulierenden Zellen im Blut im Verlauf einer Dialysebehandlung. Man sieht, wie stark das abfällt und dann im Verlauf der Zeit langsam wieder zunimmt. Es ist also sehr schwierig, belastbare und verlässliche Daten über die Funktion dieser antigenpräsentierenden Zellen bei Dialysepatienten zu erarbeiten. Und die Konsequenz ist, dass man Monozytenpopulationen als ein dynamisches System verstehen muss, das sich im Laufe der Zeit verändert und das auch sehr schnelle Veränderungen zeigen kann und damit beeinflusst werden kann. Ich habe auf diesem Bild nur so ein paar Daten nochmal zusammengefasst, die aus der Literatur und aus unseren eigenen Arbeiten bekannt sind. Und ohne jetzt nochmal in die Details gehen zu wollen, kann man sagen, wir haben eine ganze Schatzkiste von immunologischen Befunden, die wir bei Dialysepatienten erheben können und die alle in ihrer Weise dazu beitragen, dass die Patienten infektgefährdet sind und dass letztlich die Impfbarkeit dieser Patienten deutlich eingeschränkt ist.
Und diese Befunde wirken sich vor allem auf virale Antigene aus und etwas weniger auf die Antigene, wie sie typischerweise bei Bakterien zu finden sind, sodass als eine Regel gilt, die Impfbarkeit gegen Virusantigene ist stark beeinträchtigt und die Impfbarkeit gegen bakterielle Antigene meistens nicht ganz so stark beeinträchtigt. Und damit komme ich nochmal zurück auf die Befunde, die wir bei Impfstudien bei Dialysepatienten und Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz erheben. Ein Virusantigen, gegen das wir ja jährlich impfen sollten, oder eigentlich sind es 3 oder 4, ist ja gegen Influenza. Und auch bei Influenza ist ähnlich wie bei der Hepatitis B sehr gut dokumentiert, dass Dialysepatienten nur eine eingeschränkte Antwort produzieren können. Hier sehen wir Impfantworten zwischen 40% und 50% bei verschiedenen Impfantigenen, die hier verwendet wurden, was natürlich bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Patienten auch durch eine Influenza-Impfung nicht gegen die Infektion geschützt werden können. Ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Patienten gegen Influenza zu impfen? Wahrscheinlich ja, obwohl wir das nicht aus guten prospektiven Studien wissen. Wir wissen es aber aus Registerdaten, zum Beispiel aus Taiwan. Die haben wunderbare Register von Dialysepatienten. Und da kann man eben schon ableiten, dass geimpfte Patienten hier in der gestrichelten Linie ein geringeres Risiko haben, ein Lungenversagen im Verlauf zu entwickeln, verglichen mit Patienten, die eben keine Influenza-Impfung hatten. Also, auch wenn nicht alle Patienten ansprechen, haben wir doch schöne Hinweise darauf, dass die regelmäßige Influenza-Impfung schwerwiegende Endpunkte bei Dialysepatienten verhindern kann. Ist es sinnvoll, höher dosierte Influenza-Vakzinen bei diesen Patienten einzusetzen? Die sind ja ein bisschen teurer und sie stehen uns seit einigen Jahren zur Verfügung. Nun, auch da kann ich keine prospektiven Daten für anführen, aber immerhin auch da wieder Registerdaten eines großen US-Dialyseanbieters und da gibt es eine statistisch signifikante Aussage, dass die hochdosierte Vakzine zu weniger Hospitalisierung führt als die Verwendung einer hier als quadrivalent bezeichneten niedrig dosierten Influenza-Vakzine. Was haben wir zurzeit zur Verfügung an Impfstoffen? Die trivalenten Impfstoffe sind nach meiner Kenntnis auch für die kommende Saison noch nicht verfügbar. Wobei das vielleicht in der darauffolgenden Saison dann wieder der Fall sein wird. Die WHO hat festgestellt, dass eine in den quadrivalenten Impfstoffen vorhandene Antigenlinie eigentlich so gut wie nicht mehr vorkommt, sodass die Empfehlung schon jetzt wieder heißt, auf die trivalenten Impfstoffe zurückzugehen. Vorerst sind die aber noch nicht am Markt, sodass wir also in der nächsten Saison wohl nochmal quadrivalent impfen werden. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Wir haben die klassischen Spaltimpfstoffe, entweder mit 4x15 Mikrogramm oder eben hier zwei Impfstoffe, die eine hohe Dosis haben, damit auch teurer sind, aber für unsere Dialysepatienten durchaus sinnvoll sein könnten. Denn wir haben ja gesehen, Hochdosis-Impfstoffe, insbesondere bei älteren chronisch Nierenkranken, mit Hinweis auf Vorteil. Kann man auch Influenza intradermal impfen? Ja, wer Lust dazu hat, kann das tun. Das ist mal untersucht worden in einer kleinen Studie. Und da gab es tatsächlich die Tendenz dazu, bei intradermaler Impfung einen etwas höheren Titer zu erreichen.
Nun, letztlich ist es nicht die Zulassung und deswegen eigentlich experimentell, aber eine Anekdote. Wir haben ja noch mehr Probleme. Respiratorische Infektionen sind ein Riesenthema und da ist ja seit kurzer Zeit jetzt auch eine Impfung gegen das respiratorische Syncytialvirus verfügbar. Die STIKO hat gerade kürzlich dazu erneut Stellung genommen, sodass wir jetzt diese Impfung auch einsetzen können. Und die Daten sehen sehr gut aus. Hier in der Allgemeinbevölkerung ein RCT mit sehr vielen Teilnehmern, wo man sehen kann, wie stark die kumulative Inzidenz von akuten respiratorischen Infektionen durch die Anwendung dieser Vakzine zurückgeht. Das ist also schon ein sehr deutlicher Befund, sodass man bei bestimmten Personen hier eine Reduktion der Fälle erreichen kann. Was sagt die STIKO in ihrer neuesten Stellungnahme zu RSV? Sie empfiehlt, die Impfung generell ab dem 75. Lebensjahr einmal als Standardimpfung durchzuführen. Das ist jetzt also eine generelle Impfindikation. Bei Patienten mit schweren Grundkrankheiten oder Pflegeheimbewohnern wird die Indikation etwas erweitert und beginnt bereits mit dem 60. Lebensjahr. Und zu den schweren Grundkrankheiten gehören, hier sieht man es, auch die chronischen Nierenkrankheiten und der Diabetes mellitus als die häufigste Begleiterkrankung bei unseren Patienten, sodass man sagen kann, Patienten mit schwerer chronischer Nierenkrankheit ab CKD-Stadium 3 würde ich jetzt schon ab dem 60. Lebensjahr gegen RSV impfen. Eine weitere relevante respiratorische Infektion ist die Pneumokokkeninfektion. Da ist das Bild ein bisschen komplex, weil man die verschiedenen Serotypen anschauen muss. Dafür haben wir aber Daten bei Dialysepatienten. Wir sehen hier die Impfreaktion 2 Monate und 12 Monate nach der Injektion. Und auf viele Impfstämme sprechen auch Dialysepatienten sehr gut an, mit 80 bis 90% Reaktion. Was allerdings nach einem Jahr dann schon wieder ein bisschen zurückgeht. Grundsätzlich sieht es aber so aus, dass Dialysepatienten gut gegen Pneumokokken geimpft werden können. Auch bei Pneumokokken gibt es ja eine ganze Reihe von Impfpräparaten, die uns grundsätzlich zur Verfügung stehen. Und da gibt es jetzt eine Neuerung. Wir hatten ja in der Vergangenheit immer auf den 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff geschaut. Der ist aber jetzt gar nicht mehr in der First Line für die Impfung, sondern jetzt wird empfohlen der 20-valente Konjugatimpfstoff. Dieser Konjugatimpfstoff ist etwas potenter, weil er nicht nur eine reine B-Zell-Antwort auslöst, sondern über ein zusätzliches Antigen, das er trägt, auch eine T-Zell-Antwort und damit T-Zell-Hilfe für die serologische B-Antwort stimulieren kann. Der Impfstoff ist teurer als der Polysaccharid-Impfstoff und die Frage ist, ist das gut investiertes Geld? Dabei muss man als erstes darauf schauen, wie viele der in der Zirkulation befindlichen Antigene oder Serotypen der Pneumokokken kann denn dieser Impfstoff abdecken. Und dieses Diagramm muss man so lesen, dass die Fläche hier jeweils symbolisiert, wie viele der zirkulierenden Serotypen abgedeckt werden. Und da sieht man, PCV10 deckt eigentlich kaum zirkulierende Serovare ab und hat deswegen eigentlich auch keine große Relevanz. Der PCV20 kann allerdings schon 2/3 der zirkulierenden Serovare erreichen und hat damit eine ziemlich gute Wirksamkeit. Und PSV23 hat nur wenige zusätzliche
Serovare, die tatsächlich auch in der Population in Deutschland vorkommen. Das heißt also, PCV20 deckt hier schon sehr viel ab. Sie sehen aber, es gibt hier ein weißes Feld von Serotypen, die durch keinen der verfügbaren Impfstoffe abgedeckt werden. Und wie sieht es mit der Wirksamkeit von PCV20 bei Nierenkranken aus? Da muss ich leider passen, dazu haben wir bisher noch keine Daten. Das müsste noch gemacht werden und ist sicherlich eine offene Flanke. Die STIKO gibt eine Empfehlung zu den Impfstoffen ab. Sie sagt, ab 60 soll man generell impfen. Also jeder bekommt PCV20 einmal. Ob dann nachgeimpft oder irgendwann aufgefrischt werden sollte, ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen. Wer schon mit dem 23-valenten Impfstoff geimpft wurde, der ja immer eine Nachimpfung nach 6 oder mehr Jahren inkludierte, der sollte jetzt auch nach 6 oder mehr Jahren mit PCV20 noch einmal aufgefrischt werden. Bei Immunkompromittierten inklusive Dialysepatienten ist die Pneumokokkenimpfung in jedem Lebensalter indiziert. Und da sollte man ebenfalls PCV20 verwenden. Und wer schon den 23-valenten Impfstoff hatte, könnte gegebenenfalls im Rahmen einer Einzelfallentscheidung auch schon frühzeitig, sprich auch schon nach einem Jahr, geboostert werden. Wie gesagt, das sind Empfehlungen, für die wir eigentlich die dafür nötigen Studien noch gar nicht so richtig gesehen haben. Kommen wir noch schnell zu den anderen Impfungen, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Zum Beispiel die Impfung gegen die Herpes-Zoster-Effloreszenz. Das ist ja ein bisschen etwas anderes als bei den primärpräventiven Impfungen gegen respiratorische Infektionen. Hier haben wir ja eine Erkrankung, die der Betroffene eigentlich schon mal durchgemacht hat, nämlich die Varizellen. Und er trägt die entsprechenden Viren, die ruhen in den Nervenganglien und können bei eingeschränkter Immunsurveillance irgendwann zu dieser sehr unschönen und auch schmerzhaften Effloreszenz führen. Und interessanterweise wirkt die Zosterimpfung gegen diese Reaktivierung des Virus, nicht gegen die Primärinfektion. Man könnte damit nicht gegen Varizellen impfen, aber gegen diese Reaktivierung kann man tatsächlich impfen. Wer bekommt so eine Reaktivierung? Finde ich ganz interessant. Bei immunkompromittierten Patienten, hier in dem Diagramm unten, besteht eine strikte Altersabhängigkeit des Auftretens von Zostereffloreszenzen. Und man kann sehr schön in diesem Diagramm andere Erkrankungen wie HIV-Infektion oder solide Tumore oder sogar die hämatologische Stammzelltransplantation dagegen vergleichen mit ihrem Risiko, dass sie eine Zoster-Reaktivierung erlauben. Wo unsere Dialysepatienten hier einzuordnen sind, ist leider aus dem Diagramm nicht zu entnehmen. Meine Vermutung wäre, dass sie etwa hier bei den Menschen in der 80. Lebensdekade liegen, also ein höheres Risiko haben als der gesunde junge Mensch, aber nicht so ausgeprägt wie beispielsweise nach Organtransplantation. Kann man mit den neuen Impfstoffen Zostereffloreszenzen gut verhindern? Ja, das kann man sehr gut. Hier in dem Diagramm sieht man, dass man eine 90-prozentige Reduktion der Wahrscheinlichkeit von Zostereffloreszenz und auch von den nachfolgenden Zosterkomplikationen erreichen kann. Das lohnt sich also wirklich, diese Impfung zu verwenden und auch den Patienten mit chronischer Nierenkrankheit anzubieten. Was ich leider nicht beweisen kann, ist, dass das auch bei Dialysepatienten so gut funktioniert. Hier gibt es nur eine retrospektive Serie, die nahelegt, dass es was bringt. Aber hier steht eigentlich noch eine schöne prospektive Studie aus. Die Empfehlung ist,
Dialysepatienten und Transplantierte sowie Patienten mit CKD-3 oder höher ab dem 50. Lebensjahr zu impfen. Kurz noch der Blick auf SARS-CoV-2. Wir wissen, dass die SARS-CoV-2-Impfung mit den mRNA-Impfstoffen auch bei Dialysepatienten und Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz gut funktioniert. Hier in dem Diagramm sieht man die Seroresponse auf die mRNA-Impfstoffe bei Dialysepatienten im Vergleich mit gesunden. Da ist eigentlich kaum ein Unterschied festzustellen. Hingegen nach Organtransplantationen sind die Impfantworten deutlich eingeschränkt. Das sieht man in diesem Diagramm im Grunde genommen auch nochmal. Die aktuelle STIKO-Empfehlung, die auch in diesem Herbst noch gilt für SARS-CoV-2, besagt, dass Gesunde eigentlich alle eine Grundimmunisierung und eine Auffrischung bekommen sollten und Personengruppen mit erhöhtem Risiko nach dieser Basisimmunisierung jährlich eine Auffrischimpfung erhalten sollten. Wahrscheinlich wird es sich einbürgern und ist auch sinnvoll, jedes Jahr im Herbst gemeinsam mit der Influenza-Impfung auch eine SARS-CoV-2-Auffrischimpfung für unsere Patienten vorzuschlagen. Und damit bin ich am Ende, habe in diesem Bild nochmal die allgemeinen Impfempfehlungen für Menschen mit chronischer Nierenkrankheit zusammengefasst. Wir haben sie im Detail eigentlich alle durchgesprochen, sodass ich an dieser Stelle schließen möchte mit dem Appell, trotz der eingeschränkten Immunität bei unseren Patienten großzügig zu impfen, weil wir viele Hinweise haben, dass das sehr die Morbidität unserer Patienten reduzieren kann. So, und damit danke ich für die Aufmerksamkeit zu diesem Thema und freue mich auf die Diskussion. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich fand es auch wunderschön, wie du angefangen hast und erstmal von der Historie der Hepatitis B-Impfung erzählt hast, was wir oftmals vergessen, wie kurz die Zeit eigentlich ist und wie enorm die Erfolge waren in dieser Zeit. Und wie heißt es ja immer, die Impfung ist quasi ihr größter Feind, weil sie eben die Ergebnisse oder die Bedeutung der Erkrankung etwas zurücknimmt. Und es war sehr schön, am Anfang nochmal zu sehen, welche riesige Bedeutung die Hepatitis B hatte und wie man das mit den ganzen Methoden in der Zwischenzeit jetzt doch auf ein verträgliches Maß reduzieren konnte, sodass wir entsprechende Waffen haben. Ich habe ein paar Fragen zur Hepatitis B. Vielleicht fangen wir damit an. Was spricht eigentlich dagegen, mit dem neuen CpG-adjuvantierten Impfstoff gleich von Anfang an zu beginnen? Er macht ja deutlich weniger Non-Responder. Möglicherweise könnte man vielen Patienten eine frustrane Impfserie damit ersparen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Es liegen auch Daten zur primären Anwendung dieses Impfstoffes vor. Das kann man machen und relativ moderaten Mehrkosten sind am Ende wahrscheinlich gut investiertes Geld, wenn man von den anderen Impfstoffen dann bei der Revakzinierung wieder mehr verwendet. Ja. Also ich hätte da keine Bedenken. Ja. Also ich finde, der Impfstoff hat enormen Charme, weil auch bereits nach der allerersten Impfung die Titer ja schon recht hoch sind und man dadurch einfach auch Zeit sparen kann, bis die Immunantwort entsprechend da ist. Also das ist in vielen Weltregionen, wo die Hepatitis-Prävalenz sehr viel höher ist, ein ganz starkes Argument, dass man eine schnelle Immunität erzeugen kann und damit eben einen viel schnelleren Schutz erreicht. Jetzt hast du ja sehr schön dargestellt, wie der Immundefekt quasi entsteht und was man mit Adjuvantien möglicherweise erreichen kann. Wenn wir jetzt zu den Influenza-Impfstoffen gehen, da haben wir adjuvantierte Impfstoffe, da haben wir Hochdosis-Impfstoffe. Gibt es da eine spezielle Präferenz jetzt, was man bei Dialysepatienten nehmen sollte? Also sprechen die besser auf adjuvantierte an oder
auf die Hochdosis-Impfstoffe? Ich kann es leider nicht auf der Basis von Daten beantworten, weil wir so wenig Daten dazu haben. Wir haben diese Kohortenstudien, aus denen man ableiten kann, dass die hochdosierten Impfstoffe vielleicht ein bisschen Vorteil haben. Aber ich wüsste nicht, dass wir aus der Literatur solide sagen können, dass die adjuvantierten Impfstoffe bei diesen Patienten besser sind. Ich glaube, da haben wir einfach noch Forschungsbedarf. Ja, wäre vielleicht interessant, mal so eine Head-to-Head-Studie zu planen bei Dialysepatienten und einfach zu schauen, wie die Immunantworten sich möglicherweise unterscheiden bei den beiden Gruppen. Ich Und würde wenn das sehr favorisieren, weil wir so viele Infektionskomplikationen haben. Das belastet die Patienten ja sehr und das würde sich lohnen. Wenn wir jetzt zu den adjuvantierten Impfstoffen nochmal gehen, und du hast ja schön die Zosterimpfung dargestellt, die hat ja bei Immungesunden schon relativ viel Nebenwirkungen. Ja. Und je älter die Patienten werden, desto weniger Nebenwirkungen hat sie bei den Gesunden. Wie Ja. ist es mit den Nebenwirkungen bei den Dialysepatienten jetzt im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen? Das kann ich auch nur anekdotisch beantworten, Ja. aber ich höre eigentlich von unseren Patienten kaum Klagen über diese Nebenwirkungen. Also Okay. ich würde vermuten, dass die Verträglichkeit bei unseren Patienten sogar besser ist als in der Allgemeinbevölkerung. Es wäre ja auch plausibel vom Mechanismus her. Ja. Nee, das würde ja schon es favorisieren, dass man das macht. Und bei den RSV-Impfstoffen haben wir ja auch einen adjuvantierten Impfstoff und einen nicht adjuvantierten Impfstoff und einen RNA-Impfstoff. Hast du da auch irgendeine Präferenz? Ja, es ist das Gleiche. Auch da haben wir die Daten bei den Niereninsuffizienten bisher nicht. In den großen Studien in der Allgemeinbevölkerung haben die Impfstoffe ja einigermaßen vergleichbar abgeschnitten und scheinen alle sehr gut wirksam zu sein. Also Ja. von daher kann man es im Moment noch nicht solide sagen, ob einer besser ist als der andere. Ganz herzlichen Dank. Herr Professor Gierndt, ich hätte noch mal Fragen eher so zum praktischen Vorgehen, gerade bei den Dialysepatienten. Spielt es da eine Rolle, ob ich am Dialysetag oder am Nicht-Dialysetag impfe, vor Dialyse, nach der Dialyse oder Hauptsache, die Impfung ist appliziert? Also wir haben darüber lange diskutiert in der Vergangenheit. Da war das immer ein Riesenthema. Vor der Dialyse würde ich natürlich nicht impfen, wenn der Patient anschließend antikoaguliert wird. Nach der Dialyse zu impfen ist heute eigentlich ein etabliertes Vorgehen. Man stellt das Heparin ein bisschen früher ab. Wenn man mit niedermolekularem Heparin agiert, dann ist es auch kein großes Problem und man impft in die Schulter mit einer kleinen Kanüle und dann funktioniert das eigentlich. Wer da Sorge hat, der lässt es dann eben den Hausarzt am dialysefreien Tag machen. Aber ich sehe eigentlich kein allzu großes Problem. Und Vitamin K-Antagonist, Antikoagulation wollen wir bei diesen Patienten ja sowieso nicht, sodass wir da auch nicht in die Blutungskomplikationen reinlaufen sollten. Und wenn ich jetzt einen kardiologischen Patienten hätte unter Vitamin K-Antagonist, wann sollte ich den am besten impfen oder für eine gewisse Zeit den INR möglichst am unteren Zielbereich halten? Also, man kann das machen. Die Impfung ist ja, da wir in den Deltoides impfen, ist die ja nicht mehr so gefährlich. Das ist ja, die Sorge ist ja früher bei der IM-Impfung größer gewesen, wo man dann Blutungen so schlecht kontrollieren konnte. Also, ich sehe keine Kontraindikation, auch nicht beim oral antikoagulierten Patienten gegen Impfmaßnahmen. Und wie Sie vorhin aufzeigten, dieser Unterschied intramuskulär, intradermal, hat das mit den Validierungsstudien zu tun, welche Methode man angewendet hat oder worauf basiert das? Also die Theorie dahinter, warum die intradermale Impfung besser funktionieren soll, ist, dass damit ein anderer Typ
von antigenpräsentierenden Zellen rekrutiert wird. Wir haben ja sehr viel dendritische Zellen und Langerhanszellen in der Haut, die bei intramuskulärer Injektion nicht rekrutiert werden. Und wenn man wirklich streng intradermal impft, man muss dann aber auch quaddeln, das muss man sehen, dann kann man diese Zellen mit rekrutieren und die sind ja hervorragende antigenpräsentierende Zellen. Also von daher ist das schon plausibel. Was natürlich bei der Hepatitis-Impfung vor allem hinzukommt, ist, dass man da 8-mal eine kleine Dosis appliziert und vielleicht ist allein das schon wirksamer als 3-4-mal eine größere Dosis. Und in diesem Zusammenhang, die Frau Professor Sester aus Homburg hatte sich ja ganz intensiv auch mit der Impfreaktion und der Immunantwort von der SARS-CoV-2-Impfung beschäftigt und eine sehr interessante Studie auch publiziert, dass die Impfantwort größer war, wenn man immer wieder die Dosierung in denselben Arm appliziert, wie in den Gegenarm. Könnten wir das auch auf andere Impfungen, gerade vielleicht auf Grippeschutzimpfungen, was wir jährlich geben, übertragen und dann auch sagen, wir berücksichtigen jeweils den Arm auch? Also ich finde diese Beobachtung faszinierend und die steht jetzt erstmal im Raum. So richtig verstanden, wie das funktioniert, habe ich eigentlich nicht. Man sagt ja eigentlich, es ist kein Problem, auch bei Impfungen, die man am selben Tag kombiniert, rechts und links zu impfen. Ob das jetzt vor- oder nachteilig ist, weiß ich auch nicht. Das ist ein interessantes Phänomen. Herzlichen Dank. Würde ich gerne, Matthias, abschließen mit 2 oder 3 konkreten und dann zum Schluss 2, ja, allgemein, vielleicht so ein bisschen philosophischen, historischen Fragen. Vielleicht erstmal das Konkrete nochmal. Wenn man die STIKO-Empfehlung überfliegt, dann kommen da ja so ein bisschen unterschiedliche Begriffe vor, was die nierenkranken Menschen betrifft. Da schreibt man mal mit chronischer Nierenerkrankung, mal mit chronischen Nierenversagen, chronische Niereninsuffizienz. Du hast vorhin gesagt, eigentlich CKD3 beginnt das, was uns dann zu den Impfungen für chronisch Nierenkranke implizieren sollte. Wahrscheinlich jetzt nicht der Patient mit der GFR von 59 und einer Albuminurie von 0. Aber wie ist es umgekehrt? Der Mensch mit einer GFR von über 60, der aber eine relevante Albuminurie hat, gelten für den auch die Impfempfehlungen für chronisch Nierenkranke? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde es mal so herleiten. Es gibt Kohortendaten dazu, die uns zeigen, dass ab CKD3 oder ab CKD1-2 mit der Proteinuriestufe A3 eine deutlich erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit besteht. Das heißt, auch die Proteinurie alleine ohne Einschränkung der GFR macht da schon ein höheres Infektionsrisiko. Ich meine, dieser Punkt ist bisher unzureichend beachtet worden und ich würde eigentlich dafür plädieren, auch proteinurische Patienten in das Risikokollektiv mit einzuschließen. Aber das ist meine Interpretation. Die bedarf auch noch einer empirischen Überprüfung. Wir sind da im Übrigen auch dran und schauen uns proteinurische Patienten an im Hinblick auf die vorhin berichteten Parameter, die man eben aus Zellen und aus dem Serum ableiten kann. Wäre ja interessant zu sehen, ob diese proteinurischen Patienten auch schon irgendeine Art von Immundefekt haben, den wir nachweisen könnten. Zum Beispiel, weil sie Immunglobuline ausscheiden im Rahmen der Proteinurie, das wäre ja eine mögliche Idee, oder? Das wäre sicherlich eine Erklärung, dass man Immunglobuline verliert bei großer Proteinurie. Aber möglicherweise gibt es ja da auch noch zusätzliche Effekte. Die zweite konkrete Frage ist die nach spezifischen Immunsuppressiva. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht alle durch, aber es gibt ja 2, die im Alltagsleben relevant sind. Rituximab seit vielen Jahren und Avacopan jetzt seit ein paar Monaten. Klar, das, was wir allgemein empfehlen, empfiehlt man da auch.
Müssen wir was Zusätzliches beachten? Und in der konkreten Frage nochmal was ganz Konkretes, was wir hier in Frankfurt vor ein paar Wochen diskutiert haben. Patienten mit einer zum Beispiel ANCA-assoziierten Vaskulitis, der noch keinen Kontakt hatte mit Hepatitis B, weder geimpft noch eine abgelaufene Infektion. Sollten wir den erst impfen, bevor wir mit Rituximab starten, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Oder wie es ja dann meistens bei der ANCA-assoziierten Vaskulitis ist, gleich starten und die Impfung dann irgendwann viel später. Und vielleicht, um ein Beispiel zu korrigieren, ist vielleicht das Beispiel von der Glomerulonephritis mit einem nephrotischen Syndrom dann das Bessere wie eine Minimal Change oder membranöse GN. Ja, also darüber könnte man jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde einen Vortrag halten. Ich will es nur schlaglichtartig beantworten. Rituximab ist natürlich was Besonderes dahingehend, dass wir eigentlich keine vernünftige serologische Antwort nach Gabe von Rituximab mehr erwarten dürfen, zumindest nicht in den ersten 2, 3 Monaten. Das heißt, wenn wir eine Impfindikation haben und wir haben die Zeit, dann sollte man das auf jeden Fall vor Rituximab machen. Und das gilt auch für Hepatitis. In den meisten Fällen werden wir leider die Zeit nicht haben, denn wir müssten ja mindestens 2, 4, manchmal noch mehr Wochen warten, bis wir eine adäquate Immunantwort nach einer Impfung bekommen. Also ein bisschen Zeit, dann würde ich noch mal Influenza, vielleicht SARS-CoV-2 impfen. Hepatitis ist da vielleicht nicht die erste Priorität. Das ist das eine. Und das zweite ist die Komplementhemmer. Die machen natürlich noch einige zusätzliche Dinge. Die erhöhen insbesondere das Risiko auch für Meningokokken. Wir wissen das von den Komplementhämmern, die wir schon lange bei der TMA einsetzen, dass man da die Impfung, wenn irgend möglich, vorher durchführen sollte oder wenn man es nicht schafft, eben dann wirklich auch eine Antibiotikaprophylaxe machen muss. Das Thema der Immunsuppressiva nach Organtransplantation haben wir jetzt nicht angesprochen. Auch da ist es natürlich schon sehr sinnvoll, die Impfung zu komplettieren, bevor man in die Immunsuppression mit diesen Medikamenten reingeht. Denn wir müssen uns klar sein, alle diese therapeutischen Immunsuppressionen sind wesentlich potenter als das, was wir bei der chronischen Niereninsuffizienz beobachten. Herzlichen Dank. Die letzte konkrete Frage: Gibt es eigentlich zwischen den Fachgesellschaften Absprachen, wer für die Impfung zuständig ist? Also haben wir mit den Allgemeinmedizinern da in irgendeiner Weise einen gemeinsamen Konsensus, den ich nicht kennen würde, dass wir sagen, für die Impfung sind wir zuständig, für die anderen sind die Hausärzte zuständig? Gibt es nicht und es gibt regional riesige Unterschiede, wie das organisiert ist. Wir haben beispielsweise die Zulassung für Hepatitis und Influenza als Nephrologen in der ambulanten Versorgung. Das ist an anderen Stellen aber wieder ganz anders. Und diese Absprachen, die gibt es immer nur regional. Darüber gibt es keine globaleren Abreden oder gar schriftlich fixierte Übereinkünfte. Und dann ganz zum Schluss, du hast so wunderbar historisch und von der Klinik zum Experimentellen und zurück in die Klinik, wie Hans Köhler das liebt, das für uns dargestellt. Ich kann mich erinnern, ich bin alt genug, komme wie du aus dem Ärztehaushalt, wie Anfang der 80er Jahre in der Tat diskutiert wurde zwischen meinem Vater und Großvater, Chirurg und Internist, als diese ersten Hepatitis B-Impfungen kamen und man diskutiert hat, lasse ich mich impfen oder droht da dieses komisch neue Virus, was man da gerade als HIV begonnen hat zu identifizieren. Also insofern hat mich das fast ein bisschen sentimental gemacht, dein Einstieg. Wenn man jetzt über all diese Jahre schaut, wir haben so viel Verbesserungen in der Nephrologie, gerade in den letzten Jahren, was den chronischen Immundefekt betrifft, hat sich da nichts wirklich geändert gegenüber den letzten 20, 30 Jahren? Oder siehst du da durch Veränderung, Dialysetechnik, einen Fortschritt, den wir jetzt auch wirklich greifen können? Wir können es nicht nachweisen. Es gibt natürlich viele kleine Studien, die bei einzelnen Parametern sagen, also durch den Einsatz von Hämodiafiltration wird alles besser oder solche Dinge oder durch Hochdosis-Dialyse.
Aber jenseits dieser punktuellen Beobachtungen von Einzelparametern kann man nicht sagen, dass der Immundefekt durch bessere Therapie verschwunden wäre. Das ist sicherlich nicht so. Und wir sehen ja auch die hohen Infektionsraten nach wie vor bei unseren Patienten. Also die sind nach wie vor gefährdet. Und ich würde wirklich die Perspektive weiten wollen, auch wenn ich viel über Dialysepatienten gesprochen habe. Es geht nicht nur um die Dialyse, sondern es geht schon bei CKD 3 und 4 los. Auch diese Patienten haben nachgewiesenermaßen eine höhere Infektanfälligkeit. Und da sollten wir uns mit Impfmaßnahmen drum kümmern. Und das schreit unabgesprochen nach meiner versprochen allerletzten Frage. Keine erkennbare Verbesserung oder keine messbare Verbesserung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fangen wir jetzt an, Immunsuppressiva auch außerhalb von immunologischen Erkrankungen zu geben, zum Schutz vor atherosklerotischen Erkrankungen, insbesondere IL-6-Antagonisten, wie jetzt in der Zeus-Studie, das Ziltivekimab. Ist das eine gute Idee? Das ist schwer zu sagen und letztlich eine Abwägung. Ich meine, die kardiovaskulären Komplikationen sind im Moment immer noch führend, was die Mortalität angeht. Aber wir müssen das im Auge behalten und sollen aufpassen, dass wir nicht die eine Komplikation mit der anderen vertreiben. Und da werden uns die ersten großen Studien auch nicht alle Daten liefern. Ich glaube, wir müssen da wachsam bleiben und tatsächlich dann auch die Real-World-Data beobachten, ob nicht doch jenseits der ersten großen Studien dann die Infektionshäufigkeit ansteigt. So, jetzt haben wir dich länger gelöchert, als wir eigentlich vereinbart hatten. Ganz, 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 ganz vielen Dank. Wie immer hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Wir sehen uns Sehr dann gerne. geplant wieder rund um Weihnachten, wenn wir nephrologisch auf das Jahr 2024 zurückschauen wollen. Ganz herzlichen Dank, Matthias. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.